herzlich willkommen beim Filmdialog. Mein Name ist Marius Meyer und ich bespreche heute den letzten großen Hitchcock-Klassiker, Die Vögel. Danach erschienen noch Filme wie Mani, Frenzy, Das Familiengrab, Oh Mann, Das Familiengrab. Aber keiner dieser Filme ist im Zeitgeist hängen geblieben. Die anderen Filme, die danach erschienen sind, sind vielleicht im Nachhinein noch einen Blick wert für Cineasten und Filmfans. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Hitchcock-Filme haben nie wieder die Größe erreicht, wie sie damals mit Birds hatten. Birds war der große Abgesang Hitchcocks auf der Master of Suspense ging langsam in Rente. Und das ist auch besser so, weil Birds ist ein langweiliger, irrelevanter, viel zu langgestreckter Haufen Vogelscheiße. Die Story fliegt erstmal 40 Minuten in die falsche Richtung und langweilt den Zuschauer. Mit grausamen Schauspielern, also wirklich Tippi Hepburn, die danach in Mani eigentlich ziemlich gut war, hat anscheinend in dem Film, weiß ich nicht, die dumme Gans kriegt nichts auf die Reihe, gar nichts klappt und, weiß ich nicht, Rod Taylor, weiß ich nicht, hat gar keine Ausstrahlung, der sitzt im Film, also wirklich wie das hässliche Endlein, nichts funktioniert, er sitzt in diesem Film und gar nichts. Er hat keine Ausstrahlung, er hat keine Wirkung, er ist der lebende Hintergrundstatist. Er stört in diesem Film, das ist brutal. Also wirklich, nichts stört mich so sehr in dem Film wie Hintergrund Rod Taylor. Nichts, was er macht, hat eine Relevanz und grausam. Und die Dialoge und dieses überhaupt nicht vorhandene Mienenspiel, das ist wirklich anstarren und zurückstarren. Und dann hat man diese Dialoge und man ist wirklich abflugbereit ins Reich der Träume. Ganz ehrlich, ich beginne mal von. Die Story beginnt mit einem super uneleganten Einstieg, wo sich die Charaktere gegenseitig ihre Berufe erzählen, um dann zu sagen, oh, Sie sind aber Journalist. Ja, und Sie sind doch diese bekannte Frau eines reichen Zeitungsunternehmers. Ja, na dann ist ja gut. Also so langweilig und schlecht erzählt und diese Spannung, die sich durch die Vögel aufbaut. Ja, das Problem ist, bei einem weißen Hai hast du schon Angst, wenn du im Hintergrund eine Haiflosse mal lang schwimmen siehst. Wenn da aber ein kleiner Spatz irgendwo lang fliegt, dann springe ich nicht hinter das Sofa. Das ist einer der Probleme. Dann, man muss ja auch irgendwann mal so tun, als würde die Handlung losgehen. Eine Sache, mit der Hitchcock in seiner ganzen Karriere eigentlich nie Probleme gehabt hat, sind Handlungsgründe. Die Party in Cocktail für eine Leiche, um damit den Mord zu vertuschen. Fenster zum Hof. Warum guckt ein Mann die ganze Zeit aus dem Fenster? Grund, er hatte einen Unfall und hat keinen Fernseher. Ergo, er könnte entweder die ganze Zeit lesen, aber das hat er schon 2 Wochen gemacht, keine Lust mehr, guckt er aus dem Fenster. Logische Gründe, warum etwas passiert. Und nicht dieses verstockte und schlecht erzählte, wie es bei Die Vögel der Fall ist. Die Begründung für den Besuch von Tippi Hedren in Bodega Bay ist, sie möchte anscheinend Rod Taylor einen witzig gemeinten Brief zustecken, der noch eine kleine Gemeinheit enthält und möchte ihm dazu ein paar Vögel dazu schenken, die noch einen gemeinen Unterton haben. Vögel. Seht ihr, wie kreativ das ist? Ja. Und dann sind wir aber schon bei der 30-Minuten-Marke. Und nichts Interessantes, wirklich nicht mal Foreshadowing vernünftig, außer kurz am Anfang, passiert in dieser Zeit. Der Film vergisst komplett, dass er irgendwas aufbauen sollte. Problem ist, wie möchte man mit Vögeln was aufbauen? Das ist halt das Problem. Du kannst einen Vogel nicht wie Michael Myers irgendwo in den Hintergrund stellen. Es ist nicht ganz so gruselig. So, und dann geht Tippi Hedren zu Rod Taylor, bringt ihm ein Geschenk vorbei und auf dem Rückweg, Rod Taylor bemerkt das, möchte er sie abfangen. Und in dem Moment ballert Tippi Hedren eine Möwe an den Kopf.
Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment als Zuschauer schreiend vom Sitz springen soll. Der Film schafft es in der ersten Stunde nichts. Er schafft keine Charaktere aufzubauen. Er schafft keine Handlung. Eine Stunde ist jetzt rum. Die Charaktere haben sich am neuen Ort getroffen und sie sind langweilig und wir wissen, es sind 4 Charaktere. Und natürlich hat unser Hauptcharakter wieder ein Problem mit seiner Mutter. Er ist sehr kreativ. Nicht, dass der Typ noch ein totaler Psycho ist. Und danach, wirklich in Tippelschritten kann man dazu sagen, beginnt der Film eine Handlung aufzubauen. Er zeigt nämlich langsam, dass die Vögel aggressiver werden, weil sie sich nämlich auf eine Gartenparty stürzen, wo unsere 2 Hauptcharaktere nach einer Stunde langweiligen Nicht-Schauspiel auch mal angekommen sind. Und ab diesem Moment beginnt der Film, die Vögel zu etablieren. Und jetzt beginnt er wenigstens ein bisschen besser zu werden. Nicht gut, er beginnt besser zu werden. Im Sinne von 2 Punkten kommt er jetzt mal hoch auf 5. Weil das, was an dem Film wirklich gut ist, ist die Vogeldressur, Die Kamera ist zwischendurch mal ganz nett, aber auch nur mal ganz nett. Nichts, dass man sagt, oh, da mache ich mir jetzt aber ein Foto von. Und nach diesem Angriff auf den Kindergeburtstag, dann wird der Film in dem Sinne gut. Er hat einige gute Szenen, aber ganz ehrlich, niemand könnte euch, wie im Vergleich zu Cocktail für eine Leiche oder gerade das Fenster zum Hof, der ja von Anfang an in seiner Struktur schon einen Aufbau schafft, dass es zum Ende hin sich zuspitzen muss. Dieser Film macht eine Stunde lang Pause und hat dann ein kleines Hoch. Das ist schrecklich konstruiert. Ich wüsste nicht mal, wie man es besser machen soll bei einem Film über Vögel. Man hätte sagen können, also der erste Resident Evil Film macht das besser. Im Sinne von, man könnte zeigen, wo die Vögel herkommen, anstatt sie als ominöse Macht aus dem Himmel zu bezeichnen. Weil das hilft dir nicht, weil dann kannst du deine erste Stunde oder deinen ersten Akt schlecht füllen, wenn deine Charaktere schon langweilige Stereotypen sind. Das ist das große Problem. Stereotypen sind in Tierhorrorfilmen nichts Schlimmes. Gutes Beispiel, ein guter Tierhorrorfilm ist Grizzly. Grizzly hat keine guten Charaktere. Grizzly hat aber ein ordentliches Tempo und weiß, seine Charaktere geschickt einzusetzen. Dass selbst diese Klischeebretter ohne schauspielerisches Talent in Fahrt kommen. Weil bis diese Geschichte wirklich beginnt, in der Zeit hat Steve McQueen den Blob schon lange weggemacht. Als Beispiel für etwas, wo es funktioniert. Und das, was ich am Film wirklich loben möchte nach so viel Kritik, ab dem Moment, wo sie im Haus sich einsperren und aus Angst vor den Vögeln nicht mal rausgehen können, ab dem Moment beginnt der Film klaustrophobisch zu werden und einem wirklich Angst zu machen, weil er coole Effekte nutzt. Er ist technisch ziemlich fortschrittlich, hat ein paar coole Ideen mit Vogeleffekten, die reinprojiziert werden und dadurch wirklich einen Schwarm an Vögeln darzustellen. Ab dieser Hausszene ist der Film gut, aber durch das fehlende Schauspiel ist er lange noch nicht super oder geschweige denn ein Klassiker, wie manche Leute sagen. Ganz ehrlich, von allen Hitchcock-Filmen ist das der schlechteste, den ich bis jetzt persönlich sehe. Das ist so ein Film, der sagt, ich verstehe gar nicht, wo dieser Status herkommt. Der Film hat nichts, was ihn auszeichnet. Er hat keine besonders eigene Prämisse. Tierhorrorfilme waren damals schon langweilig und alt. Man denke jetzt an die Jack London-Filme und all sowas. Man denke an die Universal Monster-Filme und man hatte Monster im Film schon gesehen. Sie aus einem tierischen Bereich zu machen, ist auch nichts Neues. Die Abenteuer des Mr. C oder sowas. Der Film ist rückständig und langweilig. Er kann nichts, der Film. Tut mir ja leid. Der große Hitchcock hat einen schlechten Film gemacht. Tut mir leid. Der Film ist für mich ein totaler Griff ins Klo und gehört zu den schlechtesten Hitchcock-Filmen. Und
ist einfach nicht gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schreibt mir einen netten Hasskommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal.